Leute, willkommen am Shisha-Stammtisch. Ich bin Shabby. Meier ist auch dabei, ich grüße euch. Und diesmal ist es ein etwas spontaner Anfang, denn ich will eine Sache... Wir trinken eine Cola. Ja, wir trinken eine Cola und Meier soll nie auf Ex trinken. Wenn nicht, muss er dem Stammtisch, was muss er machen? Eine Packung Fumari-Tabak kaufen. Boah. Jedem Einzelnen eine Packung. Zum Glück sind wir nur vier Leute. Ein Mann an Bord, komm. Jalla. Das ist mich aber persönlich bei der Cola. Das ist auch, wie gesagt, kein Produktplacing. Das ist keine echte Cola. Das ist die billige von Aldi. Mit Kopf in den Nacken. Der Eiswürfel drückt. Nochmal, warte, one take. Second take. Jetzt euch. Nee, nicht dann schnacken, Kopf in den Nacken, Alter. One take, second take. Jetzt hau ich weg. Nimm noch. Jetzt hau ich's mal. Yo Leute, was geht? Wir sind hier beim Stammtisch und jeder, der uns nicht mag. Ich bin Shabby. Ich bin Maya, grüßt euch, hi. Genau. Und heute stellen wir euch einen Choc-Güzel-Tabak vor von Fumari. Maya, sag uns, welcher das ist. Raspberry Swirl, 200 Gramm, 100 Gramm praktisch im Zipper verarbeitet. Ja, das sind zwei Zipper mit je 100 Gramm. Das heißt, ihr könnt locker flockig wie Kinderriegel mit euren Freunden teilen. Also einem Freund, wenn ihr gerecht sein wollt. Und ja, es riecht nach Himbeere. Ich habe eben schon dran gerochen. Es ist einfach, als ob man Himbeere in der Hand zermatscht und dann so an seine Nase hält. So ungefähr riecht das. Wie findest du mal? Ah, ich habe Seitenschissen. Ganz ehrlich, was soll ich dazu sagen? Ganz ehrlich, mir fällt nur ein Wort ein. Brett. So, wie gesagt, also wenn wir jetzt mal ein bisschen professioneller sein wollen, sag ich mal, diese Note ist auf jeden Fall definitiv nicht künstlich. Ich würde sagen, 100% aromatisch. Ja, danke. Was sagst du zum Schnitt, Shabby? Ich würde sagen, der Schnitt ist mittelfein, tendiert aber in sehr feine, aber ja. Es ist noch nicht sehr fein, denn es ist mittelfein. Wie ihr gleich in den Outtakes sehen werdet, ich hoffe, ihr bleibt dran, es lohnt sich unnormal, ehrlich. Wir haben ein bisschen getrunken, beziehungsweise Maya hat getrunken, die Regie hat getrunken. Weil? Die Regie trinkt, sitzt daneben, weil die Regie ist ja nie zu sehen. Das ist ja die Hauptaufgabe einer Regie, dass sie nie zu sehen ist, aber der den Schauspielern Anweisungen gibt. Das ist die Regie. Also ey, töte die mal. Wollt ihr töte die. Jetzt ist die unterm Stuhl. Preis, Leute. Wie viel kostet das mal? Okay, er hat den Mund voll. 22,90 Euro kostet es. Falls wir es nicht schon gesagt haben, ich weiß es nicht mehr. Boah. Und Rauchverhalten. Maya, rauch mal. Ich komme zum Geschmack. Maya raucht. Maya zeigt Rauchverhalten. Ich sage den Geschmack. Genau. Der Geschmack ist, wie er riecht, himbeerig. Also wirklich so eine kleine, süße Himbeere, die man gerade gepflückt hat und die gerade reif geworden ist und man so auf die Zunge legt und ein bisschen rumbeißt. Junge. Wir machen einfach weiter, ist mir scheißegal. Wir haben dieses Video so oft angefangen. Und genau, man, als ob man diese kleine süße Himbeere im Mund hat. Das ist nicht himbeerig. Als ob man diese kleine süße Himbeere. Das ist Lack. Als ob man diese kleine süße Himbeere so auf den Mund, auf die Zunge legt und langsam kaut. Und so ungefähr schmeckt die. Also wie eine süße Maya, wie findest du eine Tabak? Warte. Wie Harmony aus dem Amwaller macht, warte. Er macht nur dich nach. Ist gut. Ja. Aromatisch. Einfach 100% Himbeernote, was Shabby damit sagen wollte. Es ist wirklich ein purer Frucht-Himbeertabak. Also wie gesagt, künstliche Zusatzstoffe, merkst du überhaupt nicht. Keine künstliche Minznote, gar nichts. Da ist doch keine Minze drin. Ich sag's nur, aber die meiste Scheiße auf dem Markt ist ja künstlich mit Minze versetzt. Brauchen wir uns nichts vormachen, ne, diese Schweine aus... Und damit beenden wir das Video. Danke fürs Zugucken, Leute. Das war's von mir. Meier hat das letzte Wort, weil ich muss immer das letzte Wort haben. Ich hab doch noch gar nicht Tschüss gesagt. Ja, dann gib doch Gas. Ich wollte Gas beim Trinken Spaß. Okay. Ja, wollen wir trinken einfach.
Damit bedanke ich mich beim Zugucken, fürs Zugucken. Es würde uns freuen, wenn ihr uns abonnieren würdet, denn wir sind mit einer der wenigen, die noch real sind. Oh fuck, ich schneide die auch raus. Danke fürs Zugucken, Leute. Pack dein Handy jetzt weg, Mann. Schwerbenachrichtigung aus Bayern. Nein, nicht schon wieder. Ihr ruhig schon. Jetzt. Schweig, du Spaßmann. Und damit beenden wir das Video, denn es hat keinen Sinn mehr, Alter. Also dieses Video ist so chaotisch. Entschuldigung an Fumari, denn der hat wieder einen im Turm. Oh scheiße, ich habe schon wieder einen im Turm. Ich habe 4 Köpfe geraucht, Alter. Und damit gebe ich die letzten Worte ab an Maya. Haut rein, Leute. Maya sagt nichts mehr, das Video ist beendet. Ciao. Macht's gut, ciao. Cut. Ich bin Shani. Maya ist auch dabei, grüßt euch. Hi. Und ich stelle euch heute vor. Ich stelle mir heute vor von Fumari. Den Raspberry Swirl. Bald doch gleich dafür riecht. Genau. Okay, nochmal. Nein, nein, du Scheiße. Okay, nochmal. Fick doch nicht mein Leben, Mann. Okay, jetzt. Mach mich diesen jetzt mal. Alles gut, ich trinke weiter. Das ist die Einstellung, die ich brauche. Fruchtige Himbeere mit einem Hauch Würfelmanisse. Bitte mit Bäche in die Hosen, leg mir Katheter. Grüße gehen raus. Ja. Das war schon Spaß, die denken, ich bin schon rotzevoll oder so. Wir kennen ja nicht das Stammtisch nicht mehr. Also wie gesagt, mir geht's gut, das war wie gesagt nur Cola. Gefärbt. Das ist eine kleine Flasche. Oh, ich bin wichtig! Wollt ihr jetzt mal mit dem Video anfangen, oder? Just asking. Ich dachte, wir wollen nochmal los. Das ist ja schön. Grüße gehen raus. Auch dafür danke für deine Benachrichtigung, Bruder. Ich melde mich gleich bei dir. Aber wie gesagt, wir drehen jetzt erstmal One-Take-mäßig ein Video. Das schneidest du raus. Ich schwöre, die Leute können mich nicht mehr verfolgen. Alhamdulillah. Alter. Ich bin gebrochen. Moin, so, Leute. Willkommen am Shisha-Stammtisch. Mein Name ist Maya. Das ist Shabby, er ist auch dabei. Ich fick mal. So, falls ihr es nicht ganz mitbekommen habt, wir wollten jetzt eigentlich mal ganz seriös ein Video drehen. Jetzt kommen wir auch dazu, denn ich habe meinen Text ganz kurz vergessen. Ach, jetzt fällt er mir wieder ein. Ja, was rauchen wir heute? Wir rauchen, Regie, wie heißt der? Golden Dynasty von Fumari. Das Golden ist, Dynastie aus der asiatischen Zeit und so? Ja, das ist... Das ist Schwarztee mit Zitrone. Schock. Auch da 200 Gramm in 200 Gramm Beuteln für 22,90 €. Das krieg ich da noch hin. Sehr gut. Ganz kurz. Okay, sammelt euch, sammelt euch. Also wir machen wirklich viel für Fame, ne? Aber ich will das auch, wie ihr seht, vergifte ich gerade meine Leber, weil saufkrankt, es drückt schon wieder. Ich will, dass dieses scheiß Video 1000 Klicks hat. Das ist ein Aufruf, oder? 1000 Klicks, wir müssen alle Rekorde brechen. Was denn? Er sagt, wir müssen andere Galaxien erreichen. Ich bin schon in einer anderen Galaxie. One-Take-mäßig. Wie gesagt, kein Recut, kein Schneiden, kein Scripted. Hier ist nichts gescriptet, denn das ist Real Life, Digga. Das war das erste Video. Es folgen noch weitere. Shabby macht Video 1 bis 3. Der wandelnde Tod. Ey, ich hab gesagt, 1000 Klicks will ich haben. Okay. Ist mir scheißegal, ich will jetzt zum Affen machen, weil keiner kennt mich, denn ich bin ab morgen 12 Uhr seriös, aber mein Handy ist aus. Ups, hat er das gesagt? Ja. Nerv mich nicht, mach mal deine Arbeit alleine. Kannst du machen, ich freue mich.
Das Gold muss rausschneiden. Dann schneide ich nicht aus. One take. Same take. Vielleicht sollten wir vergessen, was das hier ist. Es ist mein Geburtstag. Ja. Schreibt mal in die Kommentare, alles Gute zum Geburtstag, Maya. Ich hatte schon Geburtstag, ich bin jetzt frische Mitte 20. Alter. Oder wie alt bin ich? Bin ich Mitte 20 mit 27? Ja, naja, du bist schon Anfang, Ende 20. Also am Anfang vom Ende 20. Digga, lass uns... Und was machen meine Jungs zum 30. Die ganze Scheiße auf dem Marktplatz verstreuen und ich. Er muss weg. Digga, lass uns mal bitte dieses Video ordentlich zu Ende drehen. Alter. So. Kommen wir zurück zum Tabak. An der Habit. Das kannst du nicht reinnehmen. Das ist ausgeschlossen. Also. Wenn meine Schwiegermutter mich gerade sieht, die denkt, was ist das für ein Softboy? Meine Schwiegermutter. Da schneidest du raus. Mach jetzt mal Lack. Director's Cut. Alter, ja bitte. So. Jetzt kommen wir zurück zum Tabak. Wie schon gesagt, Schwanz dem in Zitrone. Maya, wie findest du ihn vom Geschmack? Ja. Entwicklung sehr gut. Verpackung auch sehr geil gemacht. Wie gesagt, 1,75 Liter kosten hier im Angebot 36,99. Ich wollte eigentlich 3 Liter schleppen, aber die Leute haben dann gedacht, das ist ein bisschen asozial, ne? Die denken, ich bin Alkoholiker oder so. Deswegen haben wir es dann bei 200 Gramm gelassen. 22,90, wie gesagt, normaler Fumari-Preis. Geschmacklich. Ich hab wegen dir gefuckt. Ich bin raus. Ich muss los. Jungs, warte mit euch. Alter, so. Willst du noch fahren? Da haben wir beide dort Erfahrung mit. Wer von uns ist nüchterner, Bruder? Meine Karte oder deine? Ihr seid mal, wie der Tabak schmeckt. Warte. Das müssen wir neu drehen. Du kannst zwar 7 Minuten Outtakes machen, aber das geht nicht. Ich schwöre. Warte. Man kann ja viel Scheiße hochladen, aber das ist zu krass. Die Füße gehen raus, nass als Gitterband. Was, diese Fotze? Mich verarschen? Untreue Hure.